So, herzlich willkommen zu einer neuen Videoreihe zum Thema E-Gitarrenbau. Ich spreche ein bisschen lauter, denn da drüben läuft gerade mein 3D-Drucker, der macht ziemlich Lärm und ich hoffe, ihr versteht mich. Also in dieser Videoreihe geht es jetzt eher um Themen wie welche Werkzeuge brauche ich zum E-Gitarrenbau zwingend, welche Werkzeuge sind nice to have, aber braucht man nicht unbedingt und wie gehe ich überhaupt beim Planen von einer E-Gitarre nacheinander vor. Aber jetzt in diesem Video geht es um Must-Have-Werkzeuge, wie ich finde. Wenn euch noch weitere Werkzeuge einfallen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber jetzt legen wir los. Ich habe mal alle Werkzeuge in so einen Korb gepackt und den gehen wir jetzt nacheinander durch. Und zwar in diesem Korb hier ist, finde ich, alles drin. Also schaut auch gar nicht so nach so viel aus. Ja. Und da schauen wir uns das mal hinten halt nacheinander an. Da hole ich jetzt, euch jetzt mal her, hier an den Tisch. So, jetzt gucken wir mal, was in dem Körbchen alles drin ist. Und ich werde euch zu jedem Teil kurz was dazu sagen. Also zuerst fangen wir an hier mit der Pflichtlektüre für den E-Gitarrenbau, wie ich finde. Also das Buch von Martin Koch. E-Gitarrenbau heißt es. Seht ihr das hier? So. Also das kann ich nur empfehlen. Da ist wirklich alles drin, was man wissen muss. Ich bekomme auch kein Geld von Martin Koch, dass ich das jetzt hier vorstelle. Ich könnte aber, das ist eine gute Idee, ich könnte ihn jetzt gleich mal anschreiben, ob er mir ein bisschen Provision zahlt. wie gesagt, die Bibel schlechthin. Also ich finde, da ist alles gut zusammengefasst. Alle möglichen Bauvarianten, also von Planung über Holzbeschaffung, was weiß ich, bis zur Elektronik, alles drin. Ja, schafft das auf jeden Fall an. Dann lege ich das gleich mal zur Seite hier. So, dann kommen wir zu diesem Lineal hier. Das ist ein Meter langes Metalllineal. Und das ist einfach auch sehr, sehr sinnvoll, weil man oft eben das Lineal aber flach auflegen muss, um jetzt irgendwelche Hilfslinien auf dem Holz drauf zu zeichnen. Und ein Meterstab ist eben aufgrund, seht ihr ja selber, ne? Man kann es einfach nicht schön auflegen, weil es hier eben durch diese Einzelelemente nicht flach auf dem Werkstück aufliegt. Und deswegen kann ich das hier nur empfehlen. Und diese Länge von einem Meter ist eben auch das, was man maximal, sagen wir mal, beim Gitarrenbau überhaupt dann braucht. Und deswegen, ja, das nehmen wir gleich zur Seite hier. So, als nächstes, was haben wir denn noch? Ja. Da haben wir eine Oberfräse, in dem Fall die Bosch POF 1400 ACE. Ob das jetzt die beste preis-leistungsmäßig ist, kann ich nicht sagen, ja, aber auf jeden Fall tut sie, was sie soll. Und ich finde sie echt für den Einsatzzweck eigentlich absolut ausreichend und auch ganz praktisch. Und natürlich nur im Verbund mit einem Satz verschiedenster Fräser. Auf die geht dann jetzt gleich noch ein. Und ja, man könnte jetzt sagen, man braucht nicht unbedingt eine Oberfräse, um jetzt eine E-Gitarre bauen zu können, aber sie erreicht einem doch ein ganz schönes Leben und deswegen würde ich sie schon zu den, also ich persönlich zu den Pflichtwerkzeugen hier dazu zählen. Und deswegen überlegt es euch gut, wenn ihr dann mehrere E-Gitarren bauen wollt, finde ich, kommt um so ein Ding nicht rum. Das, was hier unten übrigens dranhängt, das gehört nicht zur Fräse dazu, sondern das ist ein kleines Jig, das ich mir gebaut habe. Da gehe ich dann nochmal in einem anderen Video drauf ein. Also den unteren Teil, den denkt euch jetzt einfach mal weg. Das hier oben ist die Fräse. Ja, und jetzt gehen wir auf die Fräse noch ein, im Einzelnen. Ich stelle mal hier ab. Okay, dann gucken wir uns mal die einzelnen Fräser an, die man meiner Meinung nach benötigt. Und zwar haben wir hier ein Sortiment an verschiedenen Bündigfräsern. Bündigfräser deshalb, weil eben, ich hole mal hier was zu Hilfe, weil ich ja die Situation habe, dass ich eine Schablone auf das Werkstück hier aufklebe oder aufschraube und dann eben möchte, dass das Werkstück, zum Beispiel der Body oder der Hals in dem Fall, hier eben die genaue Kontur der Schablone übernimmt und deswegen fahre ich ja mit diesem Bündigfräse hier entlang. Und je nachdem, ob ich jetzt von unten zum Beispiel über einen Frästisch komme oder von oben
mit der Oberfräse direkt in der Hand. Muss eben diese Anlaufrolle an der entsprechenden Position sein. Also wenn ich mit der Oberfräse komme, eben hier oben die Anlauffräse. Und wenn ich von unten vom Frästisch aus hier komme, muss eben die Anlaufrolle hier sein. Und dann fahre ich hier eben entlang. Ja, und da gibt es eben verschiedene, ich sage voll oft eben, fällt mir gerade auf, da gibt es verschiedene Längen, Größen. So einen großen hier braucht man definitiv, um jetzt hier am Body entlang zu fahren, weil ja der Gitarrenbody doch dann so zwischen 3 und 4 Zentimeter, 4,5 Zentimeter ungefähr hat. Und deswegen muss der auch eine gewisse Größe haben. Die sind ziemlich teuer, diese Fräser. Das hier jetzt ist ein ganz billiger aus China, aber ja, letztendlich muss man für sich selber entscheiden, ob man sich einmal einen ordentlichen, teuren Fräser made in Germany vielleicht sogar holt oder ja, wo auch immer. Muss ja nicht Deutschland sein, aber jetzt eben eine gute Qualität. Dann kostet so ein Ding halt durchaus mal 70, 80 Euro. Da habe ich auch schon einen gehabt. Da ist mir dann dummerweise diese Anlaufrolle kaputt gegangen. Da habe ich mir den günstigen hier mal zum Testen geholt. Und ja, der funktioniert erstaunlicherweise ziemlich gut. Deswegen habe ich bis jetzt noch keinen neuen, teuren mehr gekauft. Aber das müsst ihr entscheiden. Ja, das sind die Bündigfräse. Dann habe ich hier verschiedenste Nutfräser, nennt man die. Und ja, je nachdem, was ich eben für eine Nut brauche, muss der eine entsprechende Breite haben. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich für den Halsstab im Halsholz eine entsprechende Nut reinfräsen muss. Die hat zumindest meistens hier eine Breite von 6 mm. Also ist so ein 6 mm Nutfräser schon mal von Vorteil. Und diese Variante des Halsspannstabs ist hier an der Stelle dann eben 8 mm breit oder 9, glaube ich sogar. Hier dann 8, hier 9. Und dann sind eben auch größere Nutfräser von Vorteil, wenn man nicht hier alles mit einem Stechbeitel manuell machen will. Und ja, dann gibt es eben noch zur Seite hier diverse andere Fräser, die man brauchen kann oder auch nicht. Ja. Zum Beispiel hier so ein Abrundfräser. Wenn jetzt zum Beispiel der Body vom durchgehend hier eine Abrundung hier haben soll, da kann man da einmal entlang fahren, ja, und hat dann hier eine gleichmäßige Abrundung. Gibt es auch in verschiedenen Größen, Ausführungen. Und die haben hier auch eben eine Anlaufrolle, bei der man eben jetzt dann hier am Werkstück entlang fräst. Ja, so viel mal zu den Fräsern. Ja, greifen wir nochmal rein hier. Ein Akku, Schrauber, Bohrer. Brauche ich nicht viel dazu sagen. Braucht man auf jeden Fall, klar. Den hat auch jeder, denke ich mal, von euch sowieso schon zu Hause. Ja, qualitätsmäßig ist klar, dass man da auch nicht den billigsten vielleicht kaufen sollte. Aber ja, ist eure Entscheidung. Also da haben wir jetzt eine Stichsäge. In dem Fall ist es eine Bosch PST 18Li. Ja, gibt es tausende von Varianten. Aber ich finde auf jeden Fall, ja, dass man die zum Gitarrenbau fast zwingend braucht, wenn man nicht alles mit der Hand sägen will. Und gerade zum Aussägen von Schablonen zum Beispiel, also durchs MDF ist es jetzt hier von Vorteil. Beim Gitarrenbody sieht es schon wieder anders aus, weil dann doch das Sägeblatt hier unten sich dann beim Sägen des harten Bodyholzes dann doch mal verzieht und man dann keinen geraden Schnitt hat. Das ist dann eher wieder eine Bandsäge von Vorteil, aber es geht schon auch mit der Stichsäge. Also deswegen, Stichsäge kann man auf jeden Fall brauchen. Die lege ich jetzt auch mal zur Seite. So, der Korb wird schon langsam leerer. Als nächstes haben wir hier eine Buntschlitzsäge oder Einstrichsäge auch genannt. Und die hat jetzt ein 0, na, hier ist die Kamera. Die hat jetzt hier eine Schlitzbreite von 0,58. Und ja, wie gesagt, braucht man zum Sägen der Buntschlitze. Die ist jetzt eine von Rockinger.
Gibt es auch von anderen Herstellern. Ja, braucht man auf jeden Fall auch. So, dann haben wir hier Klebeband, Klebeband, Klebeband. Zum einen hier ein doppelseitiges Klebeband. Das wird auch, ich glaube, der richtige Begriff ist Verlegeband. Mit so eingewebten, mit eingearbeitetem Gewebe. Ja. Und das hält auch wirklich bombenfest, was ja auch wichtig ist. Denn man will ja nicht, dass die Schablone einem verrutscht, wenn man gerade so schön am Fräsen ist. Und deswegen kauft euch hier auf jeden Fall ein ordentliches, ja, das auch hält. Ja. Zum Beispiel das hier von Tesa. Und dann haben wir hier noch ein normales Malerkrepp. Das kann man auch braucht man auch bei den verschiedensten Arbeiten, um irgendwelche Sachen abzukleben, dass kein Leim rankommt oder wenn man die Bünde feilt, dass der Metallstaub nicht aufs Griffbrett kommt. Oder um irgendwelche Markierungen am Holz zu machen, dass man dann nicht aufs Holz direkt zum Beispiel mit dem Bleistift drauf malt, sondern hier auf das Klebeband, ja. Also gibt es ganz viele verschiedene Anwendungsfälle. Braucht man auf jeden Fall auch. Und von beiden Klebebandarten auf jeden Fall rollenweise das Zeug daheim lagern. Ja. So, dann haben wir hier symbolisch eine Schraubzwinge. Aber bei einer bleibt es leider nicht, die man braucht zum Gitarrenbau. Man braucht jede Menge. Das heißt, da könnt ihr euch mal ein ordentliches Sortiment anschaffen, wenn ihr nicht eh schon genug zu Hause habt, denn zum Beispiel, wenn man irgendwie dann das Griffbrett auf den Hals drauf leimt, dann möchte man natürlich an möglichst vielen Stellen hier das Zeug zusammenpressen, ja, und dann, wenn man nur eine oder zwei Schraubzwingen hat, dann hat man durchaus eventuell ein Problem, dass sich irgendwo was nicht ordentlich anpresst, und deswegen kauft euch genug Schraubzwingen. So, dann haben wir hier einen Stechbeitel. Den benötigt man dann, den benötigt man dann für manche so manuelle Arbeiten, die man halt mit der Maschine nicht durchführen kann. Ja, wenn ich irgendwo ein Stückchen Holz mal abtragen muss, dann kann ich mir hier eben behelfen mit so einem Stechbeitel. Und die gibt es auch in verschiedenen Breiten, logischerweise. Ich habe jetzt hier einen 6 mm, ja, und das gibt es auch in 8, 10, was weiß ich was. Ja. Und da legt ihr euch am besten auch ein Sortiment zu. Das ist jetzt ein günstiger aus dem Baumarkt, aber da gibt es natürlich viel, viel bessere, teurere. Und ja, da ist jeder Euro, den das Ding mehr kostet, wirkt sich natürlich auf die Qualität dann auch aus. Da haben wir hier wieder nur symbolisch mal zwei Pfeilen, aber da werde ich auch verschiedenste Größen, Längen und Formen brauchen. Ja. Hier, das ist eine kleinere Schlüsselfeile und das ist jetzt eine größere. Klar, die nimmt man dann hauptsächlich auch zum Bearbeiten von Metall, aber ich habe jetzt auch festgestellt, gerade bei Holzarbeiten, dass die Raspel dann manchmal zu grob ist. Vor allem, wenn man schon eine gewisse Oberflächenfeinheit hat, ja, und möchte nur mal ein bisschen nacharbeiten, ist dann so eine Feile schon auch nicht schlecht. Und ja, kauft euch da auch von diesen kleinen Varianten und von den größeren ein Sortiment, dass ihr hier verschiedene Ausführungen habt, um ja für alles gewappnet zu sein. So, hier haben wir jetzt eine Bundfeile. Also wenn man die Bünde abrichtet, dann werden die Bundkronen von den Bünden, werden die ja wieder richtig flach. Und um dann in die Bünde wieder eine Rundung reinzubekommen, braucht man eben so eine Feile. Geht bestimmt auch ohne so eine Feile irgendwie, aber mit dieser Feile auf jeden Fall deutlich einfacher. Und dann fährt man eben an dem Bund oben entlang und dann bekommt er wieder eine schöne Rundung. Das ist jetzt eine von Göldo, die habe ich glaube auch von Rockinger, vom Rockinger Shop. Hier steht es irgendwo drauf, genau, Göldo. Und ja, die schafft ihr euch am besten auch an. Die erleichtert einem dann auch die Arbeit. So, ja, ein völlig unbekanntes Objekt, ein sogenanntes Geodreieck. Ja, Spaß beiseite, hat natürlich jeder von euch sowieso zu Hause. Ich will es nur erwähnen nochmal, dass ich zumindest dieses Geodreieck gerade beim Gitarrenbau ständig im Einsatz habe, um gerade beim Planen, beim Anzeichnen von irgendwelchen Markierungen, Hilfslinien und so weiter, ist das, finde ich, ein super Helferlein. Deswegen muss es hier definitiv erwähnt werden. Dann haben wir hier eine Raspel. Und zwar eine
relativ besondere Art. Bei der Raspel ist das Besondere zum einen, dass man den Raspeleinsatz hier rausnehmen kann. Ja, ups. Na? Man kann den rausnehmen und kann sich dann zum Beispiel auch einen feineren, gröberen Einsatz holen, den man hier wieder reinklipsen kann. Und vor allem ist das Obercoole, dass das geraspelte Holz hier oben dann raus kann und nicht zwischen Werkstück und Raspel verbleibt. Ja. Und so, finde ich, kann man mit dem Ding hier super arbeiten. Die Marke ist Micro... Na, sieht man das hier nicht? Ist zu dunkel, oder? Microplane. Sharping Cutting... Nee, Sharper Cutting Tools. Okay. Ich gucke, dass ich da einen Link finde, wo ich das Ding gekauft habe, und packe es dann unten in die Videobeschreibung mit rein. So, dann haben wir hier ein Schleifpapier. Auch das hier wird nicht das einzige Schleifpapier sein, das ihr braucht. Das ist jetzt hier ein 120er, ja. Und ihr braucht da sämtliche Körnungen, also ich würde mal sagen, angefangen von 80 bis, wenn es ums Lackieren später geht, bis 2000, 3000, ja. Und in rauen Mengen. Denn immer wieder braucht man, muss man irgendwo was abschleifen, irgendwas feiner bekommen von der Oberfläche her. Ja, und natürlich in Kombination mit einem passenden Schleifblock, wo man das Ding dann auch rumwickeln kann, um jetzt ordentlich hier arbeiten zu können. Deswegen kauft euch jede Menge Schleifpapier. Okay, hier haben wir jetzt einen Pfostenbohrer. Den braucht man, finde ich, auch relativ dringend, um jetzt der Oberfräse ein bisschen Arbeit abzunehmen, ja, und hier Vorarbeit zu leisten, zum Beispiel indem man die Tonabnehmerfräsungen, die Halstasche, also alle größeren, tieferen Fräsungen hier schon mal grob vorarbeitet mit dem Pfostenbohrer, um dann mit der Oberfräse nur noch die Restarbeiten machen zu müssen. Denn das ist dann mit dem Pfostenbohrer ist definitiv leiser und geht schneller, sauberer wie mit der Oberfräse. Dann haben wir hier ein Sortiment an verschiedenen Ziehklingen. Also ich habe, bevor ich Gitarren gebaut habe, noch nie irgendwie eine Ziehklinge für irgendwas verwendet. Ich wusste auch gar nicht, was es ist im Endeffekt. Ich denke mal, viele von euch wissen das sowieso schon. Ich erkläre es trotzdem. Also im Endeffekt ist es so eine Art und Weise, wie ich halt Holz abtragen kann als Alternative zum Raspeln oder Schleifen. Bei der Ziehklinge ziehe ich eben am Holz entlang und dann werden da Schichten, Späne abgetragen. Und ja, ob man die jetzt unbedingt braucht, gut, man kann auch alles mit Raspeln, Feilen machen. Man kann auch mit der Flex im Endeffekt den Body formen, ja, mit der Schleifscheibe, aber das birgt natürlich die Gefahr, dass man dann vielleicht zu viel Material auf einen Schlag abnimmt. Und mit Ziehklingen kann ich eben mich so stufenweise vorarbeiten und es gibt im Gegensatz zum Schleifen weniger Dreck, weniger Staub. Deswegen ist es so für mich auch ein wichtiges Werkzeug. So, der Korb ist leer. Zu guter Letzt hier der Holzleim von Tight Bond. Ist jetzt zwar kein Werkzeug, wie die anderen Sachen, die ich gezeigt habe, aber ein sehr, sehr nützliches Hilfsmittel, um jetzt, das man jetzt eben braucht, um verschiedenste Teile miteinander zu verleimen. Und es gibt verschiedene Holzleime auf dem Markt, aber der hier ist definitiv, finde ich, einer der besten. Bombenfest, lässt sich gut weiterverarbeiten, schleifen und so weiter. Ja. Und hält auch sofort beim ersten Andrücken relativ schnell und lässt sich auch gut abwaschen, wenn man den an den Händen hat. Ja, deswegen kann ich den auch bloß empfehlen. Okay, soweit dann zu den Werkzeugempfehlungen, die man meiner Meinung nach zum Bau einer Gitarre benötigt. Wenn euch noch weitere einfallen, die ich vergessen habe, dann schreibt sie gerne in die Kommentare unten rein. Und drückt auf Abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr die anderen Videos nicht verpassen wollt. Und im nächsten Video geht es dann um ja, spezielles Werkzeug, das man haben kann, wenn man Gitarren baut, aber nicht unbedingt haben muss. Das einem aber dann doch deutlich die Arbeit noch erleichtern kann.
Und es geht auch noch um spezielle Vorrichtungen, auch Chicks genannt im Fachjargon, die man sich selber bauen kann oder auch kaufen kann und die einem dann eben an mancher Stelle auch helfen, bestimmte Arbeiten schneller, präziser durchzuführen. Vor allem, wenn man eben öfters mal eine Gitarre bauen will, dann lohnt sich so ein Chick eben. Gut, danke fürs Zuschauen und schönen Abend und bis zum nächsten Mal.